wieder zurück. Da werden wir das jetzt noch erledigen hier und dann werden wir uns, werde ich auch erstmal eine etwas größere Aufnahmepause machen. Lasst mich in Ruhe. Wie ihr seht, bin ich sehr beschäftigt. Wie ist euer Name? Seid ihr schwer vom Begriff? Ich sagte, ich bin beschäftigt. Habe ich das Mikrofon an? Ja, gut, okay. Das Mikrofon noch ein bisschen näher ran. Wie war euer Name noch gleich? Verwirrt mich nicht, ihr hinterlistiger Betrüger. Mein Name ist Desmond. Lasst mich nun meine Studien fortfahren. Ja, was macht ihr denn? Bei Kull. Ihr gebt mir auf die Nerven, Fremder. Ich versuche herauszufinden, wie ich Trillon wieder zum Leben erwecken kann. Wo also liegt da das Problem? Das ist mir nicht bekannt. Trillon gab mir genaue Anweisungen, als er starb. Ich bin diesen Anweisungen gefolgt. Wieder und wieder. Aber es will einfach nicht gelingen. Wie lautet eure Anweisung? Sie sind recht einfach. Es müssen ein paar Hebel in die richtige Reihenfolge betätigt werden, damit Trillon wieder zum Leben erweckt werden kann. Meine Aufgabe ist es, den Hebel der Fleischwerdung zu bewegen. Könnt ihr ihn mir zeigen? Bleibt mir eine Wahl. Ihr scheint daran Gefallen zu finden, mich zu belästigen. Lasst es uns also hinter uns bringen. Kommt, folgt mir. Ausgezeichnet. Mit der Waffe in der Hand folgen wir ihm und wie er sein Schwert hält, das sieht sehr pervers aus. Oder seine Keule da. Keule trifft's ja. Okay. Ach so, und dann muss er den drücken, genau. Dann muss er den drücken. Ja. Der ist eingeschlafen. Seht, ich habe so viel zu tun. Ich kann keinen Idioten hier gebrauchen, der mir dämliche Fragen stellt. Nun gut, okay, dann tun wir aber als allererstes mal hier alles erkunden, bevor wir da hier uns in den Tod stürzen. Zum Beispiel Gold mitnehmen. Eine leere Flasche nehmen wir nicht mit. Ja, Kollege, hast du überhaupt was zu sagen? Geht bitte nicht fort, ich möchte mich mit euch unterhalten. Okay, seid gegrüßt, wie ist euer Name? Ich bin... War... Miranda, eine der Dienerin des großen Trillon. Mehr als 20 Jahre habe ich diesen Herrn gedient. Erzählt mir mehr, du Trillon. Ich muss mein Mikrofon mal doch ein bisschen wegmachen. Es war ein mächtiger Nekromant, der in diesen Katakomben hauste. Nun ist es an uns zu versuchen, ihn wiederzubeleben. Warum wollt ihr ihn wiederbeleben? Schätzchen, ihr macht euch keine Vorstellung davon, wie langweilig es hier unten ist. Stellt euch vor, wie wundervoll es wäre, wenn Trillon in unser kleinen Kreis zurückkehrt. Er war ein Pragmatiker. Das räume ich wohl ein. Doch hatte er Humor. Ich vermisse ihn. Was wollt ihr von ihm? Ich fühle mich ziemlich einsam, müsst ihr wissen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit einem so stattlichen jungen Mann unterhalten habe. Ich frage mich... Sagt, seid ihr liiert? Ja, bin ich. Bedauerlich. Hat Trillon euch aufgetragen, ihn wieder zu beleben? Aber gewiss, ich sollte warten, bis der Hebel des Kraft umgelegt wurde und werde dann den gesamten Vorgang abschließen, indem ich den Hebel des Lebens betätige. Es ist so aufregend. Ich kann kaum abwarten zu sehen, was geschehen wird. Ihr meint, ihr habt den Hebel des Lebens bisher niemals umgelegt? Natürlich nicht. Zuerst muss der Hebel des Kraft betätigt werden, sonst wäre der ganze Vorgang nutzlos. Na gut, es ist Zeit aufzubrechen. Das war wahrscheinlich eine Skelettkriegerin. Da stand zwar Skelettkrieger, aber... Seht, ich habe diesen entzückenden, juwelenbesetzten Dolch gefunden. Wollt ihr ihn für mich aufbewahren? Ja, ich kann dieses Eisen wahrscheinlich an einen Händler verkaufen. Mein Geschenk gefällt euch. Also, das ist wunderbar. Wie ist euer Name?
Ich bin Zeldor, der Waffenschmied in diesen Katakomben. Liegen alle möglichen Waffen umher. Haben wir denn jetzt wirklich einen Dolch bekommen? Wahrscheinlich, das wird er wahrscheinlich sein, den wir gerade bekommen haben. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Ja, wir müssten eigentlich... ich wollte eigentlich noch mit denen da oben reden, aber naja, jetzt müssen wir unsere Aufgabe erfüllen und mal hier den Hebel drücken. Komm. So. Der war doch schon gedrückt. Das hab ich gesehen. Oh. Aber Erfahrung 3500, wir tun jetzt erstmal schnell nochmal sichern. So. Und nun? Endlich. Ich bin aus dem Land der Toten zurückgekehrt. Ich bin jetzt unsterblich. Unser Meister ist wieder da. Oh, Meister. Endlich seid ihr wieder unter uns. Oh, meine lieben Getreuen. Ich wusste, dass ihr mich ins Leben zurückholen würdet. Ja, reden wir mal mit dir. Ich habe euch hier nicht erwartet. Wo ist Mataneos? So viel ich weiß, ist er ausgezogen, um einen Baum zu melken. So seid ihr also für diese kranken Gebaren verantwortlich. Er genoss die Gunst, mit mir seine Gedanken auszutauschen zu dürfen. In der Tat. Aber warum gerade er? Wir hatten uns bereits vorher getroffen, als er seine unbedeutende kleine Siedlung gründete. Wir schlossen damals einen Handel. Ich fürchte, er hat nicht die Absicht, daran zu halten. Ja gut, ich verschwinde. Ich weise meine Diener an, euch passieren zu lassen, aber kehrt nicht zurück. Ich fühle bereits meinen Appetit wachsen. So sei es, hab Dank, schätze ich. Warte, nein! Was ist denn jetzt? Schmerzen. Nein, das darf nicht sein. Ich stemme mich dagegen. Ich glaube, mich von diesen Kümmernissen der Sterblichen befreit. Seid ihr wohlauf? Soll ich einen Heiler kommen lassen? Nicht der Schmerz eines Sterblichen. Oh nein, Fremder, helft mir. Tötet mich, bitte. Und tötet auch meine Dienerschaft. Dies durfte nicht geschehen, ich habe das nicht gewusst, bitte. Ich habe euch wiederbelebt und nun verlangt ihr von mir, euch zu töten. Erschlagt mich, bitte. Ich kann es nicht ertragen. Und ich flehe euch an. Tötet meine arme Dienerschaft. Ich wusste das nicht. Sie haben ihren Frieden verdient. Nicht diese Abscheulichkeit. Woher hätte ich das wissen wollen? Mataneos, ihr hattet recht. Ihr hattet recht. Ja, aber wenn ich euch töte, werdet ihr da Mataneos wieder heimsuchen? Nein, das wird, muss eingültig ein Ende haben. Ihr bemitleidet euch, Bild des Schreckens, das ihr abgibt. Seid bereit. Oh. Nein, das darf nicht sein. Wer hat unsere Brüder ermordet? Unser Herr wurde ermordet. Wir müssen ihn rächen. Kommt, meine Brüder, zum Angriff! Nein! Einfach draufhauen. Alles, was sich bewegt. Haut alle ab. Du auch. Du auch. So, erstmal hier alles mitnehmen. So, ach, das ist schon wieder so ein großes Vieh. So,
jetzt schnell mal hier alles mitgenommen. Und dann geht's weiter. Los, kommt alle her hier. Nimm mal mit. Los. Oh. Noch mehr Gegner. Kommt. Es wird doch nicht alles gewesen sein hier. Sei jämmerlich. Komm, noch mehr. Mehr Gegner. Noch mehr Gegner. Spark, nehmen wir mal mit. Waren das schon alle? Ne, hier ist noch einer. Ah, hier kommen doch noch welche. Ja. Vielleicht schaffen wir doch noch ein Level ab. So, hopp, hopp. Mal noch einen Mana dran genommen. Dass wir uns zur Not wieder ein bisschen heilen können. So, ist hier noch ein Gegner. Da draußen sind jetzt wieder Gegner. So, haben wir denn jetzt hier alle erledigt? Nein, natürlich nicht. Können ruhig noch ein paar mehr Gegner. Wir haben gleich Level up. So viele Gegner müssen jetzt hier noch kommen. Nehmen wir mal hier noch so einen Trank, aber ich höre schon wieder ein Skelett. Dich haben wir natürlich nicht vergessen. Aber das wird nicht reichen für ein Level up. Ne, leider nicht. Schade. Nun gut. Moment, ich muss mal kurz husten. Seid gegrüßt. Ihr ahnt nicht, wie dankbar ich euch bin, dass ihr mich aus den Klauen dieser niederträchtigen Nekromanten befreit habt. Lass uns erstmal hier gucken, was wir so Schönes gefunden haben. Und da tun wir einfach mal hier alles identifizieren. Keine Ahnung, wie das nennt. Ja, steht gerade nicht da. Oh. Da haben wir zum Beispiel das erste Grüne. Das ist sehr schön. Schuhe nochmal identifizieren lassen. Die haben gleich 1000 noch was. Sind auch grüne. Perfekt. Und der Rest lassen wir erstmal so handeln. Jetzt hast du 1000 noch was. Da würde ich dann gleich mal gerne was loswerden. Zum Beispiel hier den Langdolch. Das da kannst du haben erstmal. Die Dietriche kannst du haben. Das Schnittmesser. Diese Rüstung behalten wir erstmal. Die gucken wir uns nochmal an. Das kannst du haben. Die kannst du haben. Ne, kannst du schon nicht mehr haben. Wir haben nicht mehr genug Geld. So. Ihr seht nun wahrlich weitaus besser aus. Es muss wohl geglückt sein. Verzeiht meine Frage, aber führt dieses Tor irgendwo hin? Wenn denn so ist, sollten wir hindurchgehen, bevor noch mehr Untote aus wer weiß welchen Gruppen der Hölle hervorkriechen. Ein guter Vorschlag, schreitet durch das Tor und ihr werdet euch in Alroth wiederfinden. Dort können wir ebenso gut reden. Das ist die beste Idee, seit langem. Wie wunderbar! Es sind jetzt aber... Ach nee, sind jetzt die ganzen Typviecher untot, also gestorben, die noch hier drumherum waren. Ja. Dann gucken wir natürlich erstmal nach unseren, was wir hier wieder bekommen haben. Und dann tun wir mal hier rausgehen, weil dieses ganze Geschrei, das geht einen auf den Keks. So, Weisheit auf den Keks. Herrlich! Durch geistiges Training und einen scharfen Verstand seid ihr fähig, mehr aus euren Erfahrungen zu lernen.
Schick. Und so wie ich das sehe, ist unsere Rüstung kaputt. Ja, das Kettenhemd. Da werden wir auf jeden Fall jetzt nochmal schnell was anlegen. Aber erstmal müssen wir hier raus. So, Madaneus. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich war voller Furcht, dass er der niederträchtige Trailer meinen Geist zerstören könnte. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ich habe einen Schlüssel gefunden rechts, die ich hoffentlich eines Tages zu begleichen vermag. Was kann ich für euch tun? Erzählt mir mehr über Trelon. Ich bin überglücklich, dass ihr mich von diesem üblen Wesen befreit habt. Trelon war ein Nekromant von großer Macht. Er wollte einen Weg finden, Unsterblichkeit zu erlangen, und ist gescheitert. Es freut mich zu sehen, dass ihr wieder wohlauf seid. Nun kann das Dorf erneut gedeihen. Wir haben aber weiterhin Schwierigkeiten mit der Quelle. Es ist eine wahre Tragödie, dass wir den Kranken und Leidenden nicht helfen können. Ich werde nach einer Möglichkeit suchen, die Quelle wieder in ihrer früheren Macht erstrahlen zu lassen. Ich würde gerne mehr über die Quelle erfahren. Was sind das für Schwierigkeiten, die ihr mit ihr habt? Die Quelle ist eine Kraft, die zur Heilung Kranker von enormer Wichtigkeit ist. Ein Heiler baut eine geistige Verbindung zur Quelle auf und kann so ihre Kraft nutzen. Könnt ihr euch vorstellen, weshalb die Quelle verunreinigt wurde? Mir scheint, dass schwarze Magie im Spiel ist. Seit die Quelle verunreinigt wurde, ist es unseren Heilern unmöglich, selbst unsere einfachsten Heilrituale durchzuführen. Okay, könnt ihr mich heilen? Dankeschön. Was kann ich noch für euch tun?